Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute machen wir mal ein Video zu einem Thema, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, was hat denn das mit Optionen zu tun? Denn heute geht es mal um Boris Becker, was da gerade passiert. Es geht um die NBA, also die amerikanische Basketballliga und was da so passiert, beziehungsweise was mit den Spielern da passiert und was wir da für den Handel daraus lernen können. Ihr habt es ja vielleicht diese Woche in den Medien gelesen und zwar angeblich ist Boris Becker pleite. Jetzt muss ich gleich eines dazu sagen. Seitdem Boris Becker vor, ja wie lange ist das jetzt her? Ich glaube fast 30 Jahre ist das jetzt her, über 30 Jahre ist das jetzt her, als Boris Becker im Juli übrigens mal, das jährt sich irgendwann, ich glaube am 7. Juli, Wimbledon gewonnen hat. Seit dieser Zeit bin ich ein Fan von Boris Becker. Für mich ist er nach wie vor ein ganz großes Vorbild, ein Sportheld, ein wirklicher deutscher Sportheld, einer der wenigen Superstars, den Deutschland im Sport hervorgebracht haben. Und wir wissen ja alle nicht, ob das jetzt nun stimmt, ist er pleite, ist er nicht pleite und so. Und das verändert jetzt auch nicht meine persönliche Einschätzung über ihn als Sportler, als Mensch. Ich habe ihn zweimal ganz kurz erleben dürfen. Und zwar einmal hat er hier mit Michael Stich, ne, die Älteren erinnern sich übrigens auch ein hervorragender deutscher Tennisspieler, die haben hier einmal schon nach dem Ende ihrer Karriere ein Spiel gemacht, so ein Promotion-Spiel hier bei uns in der Stadthalle war das damals, ein Showkampf im Grunde genommen. Und das war eine Riesensache, weil die damals schon sportlich gesehen alten Herren haben sich die Bälle um die Ohren gehauen, dass man als Amateur, der selbst ab und zu mal einen Tennisschläger in die Hand nimmt, zumindest habe ich das damals noch gemacht, wo man gesehen hat, selbst wo die schon nicht mehr vorne hätten in der Weltklasse mitspielen können, hätte man gegen die keinen Stich bekommen. Also man hätte wirklich überhaupt keine Chance gehabt. Und dann war er nochmal hier in Zwickau auf einem Golfturnier als Repräsentant von Mercedes-Benz. Und da habe ich ihn auch so ganz kurz mal mitgesehen und so auf 3 Meter Entfernung. Und er schien mir auch da ein sehr, sehr netter Mensch zu sein. Wie gesagt, ich lasse nicht auf Bum Bum Boris kommen. Für mich ein großer Sportheld. Aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Boris Becker ist also angeblich pleite, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, Fakt ist auf jeden Fall eins, das viele, viele Geld, was er in seiner aktiven Karriere verdient hat, das ist weg. Zum großen Teil zumindest. Ne? Also ich glaube, man sieht das ja auch, was er alles so für Dinge macht im Fernsehen, also was er vielleicht auch machen muss, um einfach Geld einzuspielen. Das wird er nicht machen, weil es so wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch erfahren, dass er seinen Wimbledon-Schläger für gerade mal 10.000 Euro jetzt irgendwo im Fernsehen verkauft hat. Also ich fand das so ein bisschen erschütternd. Also 10.000 Euro für sowas, das hätte eigentlich, finde ich, der deutsche Tennisbund für viel mehr Geld kaufen müssen, ne, und das irgendwo ausstellen müssen. Immerhin hat das ja damals einen riesigen Boom ausgelöst. So, Boris Becker also pleite. Jetzt kommen wir zur NBA. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass 3 von 5 NBA-Spielern, also NBA, das ist die amerikanische Basketballliga, und der Durchschnittsverdienst der Spieler liegt bei 5 Millionen Dollar im Jahr. Da gibt es welche, die verdienen deutlich mehr, da gibt es einige, die verdienen ein bisschen weniger, aber der Durchschnittsverdienst ist 5 Millionen. Und die Statistik sagt aber, dass 3 von 5 dieser Spieler nach dem Ende ihrer Karriere, und die geht ja in der Regel auch nicht nur ein Jahr, pleite gehen. Das heißt, Kohle ist weg. Ja? Die müssen dann wieder irgendwelche Jobs machen. Und wenn man sich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt, gibt es ja auch viele, viele Beispiele von Menschen, die unheimlich viel Geld verdient haben und danach pleite gegangen sind. Mike Tyson, hunderte von Millionen Dollar verdient, ne? Pleite gewesen. Viele Musiker, brauchen wir nicht, Johnny Depp, Schauspieler, ne? Pleite jetzt mittlerweile. Wir wollen von den Lotto-Millionären gar nicht sprechen, die sowieso alle pleite sind. So, und was hat das jetzt mit Trading zu tun? Naja, man muss sich mal fragen, warum gehen die denn pleite? Ne? Weil es ist natürlich so,
Die pflegen ja in der Regel einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. Das heißt also, viel Geld kommt rein, aber ebenso viel Geld und manchmal eben noch ein bisschen mehr geht auch raus. Und das ist natürlich jetzt so ein Ding. Warum geben die denn so viel Geld aus? Man könnte sagen, ja, die sind alle dumm. Das glaube ich aber nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass die dumm sind, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr häufig die Erwartungshaltung. Also du sagst jetzt zum Beispiel, stell dir einfach vor, du bist so ein junger, Anfang 20-jähriger Basketballspieler, verdienst 5 Millionen im Jahr und jetzt sagst du dir, warum kann ich denn da jetzt nicht 3 Millionen im Jahr ausgeben? Ich verdiene doch schließlich 5. Ne? Selbst nach Steuern irgendwie oder was weiß ich, 2,5 übrig. Und er sagt, okay, lass mich doch 2 Millionen im Jahr ausgeben, 500.000 spare ich und komme ich doch gut hin. Und die falsche Erwartungshaltung, was viele haben, ist ja, das geht immer so weiter. Das heißt, die denken nicht daran, dass irgendwann mal ihre Karriere zu Ende ist, dass dieser kurze Zeitabschnitt, wo sie extrem viel Geld verdienen, sich eben nicht in die Zukunft fortschreiben lässt und dass man dann natürlich einen Lebensstandard, den man aufgebaut hat, schnell wieder oder überhaupt nicht mehr, die meisten jedenfalls, nicht mehr runterfahren kann. Ne? Also wenn du halt einmal in einer 5 Millionen Villa wohnst, dann willst du nicht wieder in ein 100.000 Euro Apartment ziehen, ganz klar. Und jetzt machen wir den Schritt rüber zum Trading. Egal, ob das jetzt eigentlich Optionshandel ist oder ob das irgendwas anderes ist. Auch hier wissen wir ja, dass ganz, ganz viele zwischendurch mal Geld verdienen. Vielleicht nicht so über mehrere Jahre, aber doch zumindest mal über Wochen, über Tage, vielleicht manchmal sogar Monate, ein, zwei Jahre. Und dann letztendlich trotzdem das ganze Geld wieder verpulvern und pleite gehen. Ne? Zumindest tradingtechnisch pleite gehen. Und woran liegt das? Und jetzt könnte man diese ganzen Dinge aufzählen, die dazu führen, also eben zu viel Hebel, zu viel Risiko, eigentlich nur Glück gehabt und so weiter. Aber wenn man es, glaube ich, mal ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass, oder zumindest ist das meine Schlussfolgerung daraus, dass es auch hier eine falsche Erwartungshaltung ist. Ne? Es ist einfach die falsche Erwartungshaltung, was kann man denn im Trading verdienen und wenn es mal richtig gut läuft, das geht so ewig weiter. Also, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Aktuell in diesem Jahr, wir haben schon mal über Performance jetzt gesprochen, liegen wir zum Beispiel jetzt auch bei uns recht gut. Ne? Wir liegen irgendwie bei, was weiß ich, 10% oder so im Halbjahr. Das ist, denke ich, ganz ansprechend. Und wer ein bisschen aggressiver unterwegs ist, hat vielleicht auch 15% gemacht, vielleicht sogar 20%. Ne? So, also ein tolles Ergebnis. Jetzt gibt es natürlich aber auch mal Zeiten, wo du vielleicht im Halbjahr schon bei 30% oder 40% liegst. Und jetzt machen viele den Fehler, dass sie sagen, naja, ich kann das so fortschreiben. Ne? Also, dass du sagst, ich habe ein kurzes Zeitfenster, wo ich sehr viel Geld verdiene, manchmal eine Woche. Du machst eine Woche 3%, dann sagen die, hey, jetzt rechne ich mir mal aus, 52 Wochen im Jahr, was kommt denn da raus? Oder du hast vielleicht einfach mal ein, zwei gute Jahre ohne jeglichen Rücksetzer. Und jetzt schreiben die Leute gedanklich das fort und sagen, das geht hier immer so weiter. Und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ich habe einmal auch den Fehler gemacht in meiner eigenen Optionshändlerkarriere. Ich habe das schon mal erzählt, 2009 mein allerbestes Tradingjahr im Optionshandel. 2009, ganz klar, die Volatilitäten waren in allen Märkten durch den Zusammenbruch extrem groß, in jedem Rohstoff, in den Aktienmärkten. Ich habe dann entsprechend gehandelt und habe natürlich in dem Jahr dann wirklich so 80% oder sowas gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe damals aus Unwissenheit das Ganze so ein bisschen fortgeschrieben und habe gedacht, naja, das geht jetzt immer so weiter und war dann maßlos enttäuscht, als ich plötzlich im Jahr darauf vielleicht nur, ich sage extra ganz bewusst, nur 25% Gewinn gemacht habe. Ne? Da kam ich mir fast schon so ein bisschen vor wie ein Verlierer. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich jetzt nicht meinen Lebensstil an 80% Rendite im Jahr angepasst habe, sondern an deutlich weniger, sodass ich da überhaupt keine Probleme hatte. Aber ein großes Problem in jeglicher Art von Börsenhandel ist, dass man falsche Erwartungshaltungen hat. Das heißt, man hat überzogene Erwartungen auf der einen Seite. Also man sagt, ich muss doch im Jahr 50%, 100% und so weiter machen. Und es gibt genügend auch Coaches da draußen, die sagen, natürlich kannst du im Jahr 100% machen, natürlich kannst du 200% im Jahr machen. Die dann aber, das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? Natürlich gibt es Leute, ohne Frage,
die im Jahr 100% machen. Was die dann aber immer unterschätzen oder was die dann nie sagen ist, dass das eben kein Zinseszins ist. Das heißt, du kannst eben nicht sagen, ich habe heute 50.000 Euro und jetzt mache ich 100% im Jahr, dann habe ich 100.000 und im nächsten Jahr mache ich wieder 100%, dann habe ich 200.000 und im Jahr darauf habe ich wieder 100%, es verdoppelt sich wieder und so weiter und so fort. Weil das funktioniert nämlich nicht, denn die meisten, die so sehr, sehr hohe Gewinne machen, die handeln in der Regel mit einem begrenzten Kapital, 50.000 Euro, 100.000 Euro, vielleicht auch mal 200.000 oder 300.000 Euro. Und immer wenn die dieses Geld gewonnen haben, ziehen die es aber wieder ab und sagen, so, jetzt fange ich wieder von vorne an, weil man es eben nicht skalieren kann. Also dieses Gerede, man könnte Trading unendlich hoch skalieren, das kommt immer nur von Leuten, die noch nie die Möglichkeit hatten, wirklich mal solche riesigen Konten zu handeln. Du kannst nämlich nicht hoch skalieren, zumindest nicht als Privater. Das mag von der Institution ein bisschen was anderes sein. Als Privater kannst du es nicht und das hat nichts mit technischen Dingen zu tun. Ne? Dann sagt man mal, ja, kann ich denn, ich handle hier zwei DAX-Future, kann ich denn auch 20 handeln oder kann ich 200 handeln? Und dann wird so überlegt, naja, das könnte man ja technisch so gestalten und dann kriege ich das dann rein. Das eigentliche Problem, das sitzt auf unserem Hals und das ist unser Kopf. Die meisten Leute kommen nämlich nicht damit klar, dass wenn man so viel Geld dann hat, dass man die Risiken nicht mehr eingehen wollte. Und das ist vielleicht etwas, was uns hier im Optionshandel einen großen Vorteil bietet. Denn von Anfang an sind wir nicht in der Lage, das ist zumindest meine Überzeugung, diese extrem großen Renditen einzufahren. Also 80%, 100%, 200% mit Optionshandel. Wer das im Jahr schafft, ne? Egal wie das Umfeld ist, der hat entweder sehr viel Glück, wie ich damals 2009, weil er eben eine besondere Situation vorgefunden hat, oder aber, wenn er es in einem Umfeld normaler oder wie jetzt gerade geringer Volatilität schafft, dann ist es einfach so ein bisschen, dass er als Hasardeur unterwegs ist. Also, dass er mit viel zu großen Hebel handelt, dass er extrem riskant handelt und das wird natürlich irgendwann bestraft. Was wir aber können, wir können unseren Handel bis zu einem gewissen Markt dann schon skalieren. Also wenn heute einer sagt, okay, ich habe 50.000 Euro und ich handle jetzt, dann kommt aber mal die Frage, Mensch Jens, du zeigst ja in deinem Optionsbrief, mach dir ja Trades und im Coaching zeigst du ja auch Trades und jetzt haben wir im Optionsbrief, also Optionsstrategien, da haben wir ein Konto mit 30.000 Euro, im Coaching haben wir ein Konto mit 250.000 Euro und jetzt sagen wir dann, naja, aber die gleichen Trades kannst du ja doch nicht machen, wenn du eine Million handelst. Dann muss ich euch sagen, doch, das kann ich und das mache ich sogar auch. Ne? Also wir handeln ja auch größere Konten, das Managed Account bei CapTrader, wir haben einen Beratervertrag mit einer Vermögensverwaltung, wo deutlich größere Verträge oder Beträge gehandelt werden und da machen wir auch nichts anderes. Ne? Da machst du vielleicht ein paar Trades noch mehr, dass du die einzelnen Positionen ein bisschen runternimmst. Aber viele denken immer, wenn du große Konten handelst, müsstest du irgendwie etwas anderes machen. So, auch hier wieder eine falsche Erwartungshaltung. Ne? Und Tatsache ist aber, dass wir unseren Handel sehr, sehr gut skalieren können. Aber wir müssen natürlich, jetzt kommen wir wieder zu Bum Bum Boris und den NBA-Spielern, wir müssen natürlich von Beginn an eine realistische Erwartungshaltung haben. Das heißt, wir fangen eben relativ klein an. Also wer eben jetzt irgendwie ein 20.000 Euro Konto hat oder ein 10.000 Euro Konto und sagt, na, ich mache im Jahr jetzt vielleicht, weil ich lerne, 10% oder 15%, der ist ja der von der reinen absoluten Summe, die da rauskommt, nicht sonderlich begeistert. Stell dir vor, du hast 10.000 Euro, machst 15%, das sind 1.500 Euro Gewinn vor Steuern. Das zieht dir jetzt nicht unbedingt, wie heißt so schön, die Butter vom Brot. Aber es ist eben realistisch. Und wenn du das ein Jahr lang gemacht hast und hast das gut gemacht, dann schaffst du eben auch im nächsten Jahr das gleiche Ergebnis wieder. Wenn dein Konto ein bisschen größer wird, dann schaffst du dieses Ergebnis wieder. Und dann setzt dieser Zinseszinseffekt ein. Und dann kannst du auch lernen, immer größer werdende Summen zu handeln und ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Ne? Dass die am Ende dann vielleicht ein bisschen geringer werden, liegt wie gesagt eher so an unserer mentalen Einstellung, dass wir sagen, okay, wer einmal sich eine halbe Million, eine Million ertradet hat oder verdient hat, aus seinem Business mitbringt, wie auch immer, der ist nun mal einfach nicht mehr so riskant unterwegs wie jemand, der 5.000 Euro hat. Das ist ganz klar, weil er eben Angst hat, verständlicherweise, ich will das ganze Geld wieder oder ich darf doch das ganze Geld nicht wieder verlieren. Ne?
So. Und deswegen sollten wir solche Dinge, wie wir es jetzt eben lesen mit Boris Becker oder auch mit anderen, wir sollten da gar nicht so mit Häme darauf schauen und sagen, ah, so ein Depp. Ja, bei Boris sowieso nicht. Aber wir sollten einfach sagen, okay, was führt denn dazu, was haben die denn für Fehler gemacht? Verschwenderisches Leben, zu falsche Erwartungshaltungen, sich nicht um die Finanzen gekümmert und dann sagen, okay, und ich will es einfach besser machen. Also das heißt, wir können auch so etwas als für uns positives Beispiel nehmen und sagen, wir können was daraus lernen. Wir müssen ja nicht den gleichen Fehler machen und sagen, okay, ich muss eben finanziell gebildet sein, ich muss verstehen, wie Geld funktioniert, ich muss mein Business eben gut kennen, was ich mache und darf es eben nicht anderen Leuten geben, ne? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Leute gehen pleite. Bestes Beispiel Matthias Reim, ne, der hat mit diesem Verdammt, ich lieb dich Millionen verdient und irgendwelche Berater haben es ihm in den Sand gesetzt, aber seine Schuld, hätte es ja nicht den Beratern geben müssen oder sie besser kontrollieren müssen. Und das ist ja genau der Punkt, warum ich sage, kümmert euch um euer eigenes Geld, ne? Gebt es nicht unbedingt weg, sondern macht es am besten selber. Nicht jeder kann es, aus Zeitgründen, aus anderen Gründen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, lernt selber, wie das ganze Spiel funktioniert. Macht es selber. Und das sage ich, obwohl ich auch daran verdiene, wenn jemand bei mir einen Managed Account macht. Aber das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr in euch selber investiert, dass ihr sagt, okay, ich lerne das Ganze selber, wie es funktioniert und arbeite eben daran, selber mein Geld zu verwalten. Und dann kann dir eben, wenn du verstanden hast, wie das funktioniert, wenn du deine Erwartungshaltung in den Kopf bekommst oder in den Griff bekommst, dann kann eben auch sowas, wie es jetzt hier immer mal wieder passiert, dass man irgendwelche Prominenten liest, die pleite gehen. Es gibt auch ganz, ganz viele Nicht-Prominente, die pleite gehen übrigens. Gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr. Dann kann man das eben vermeiden. So. War heute mal ein bisschen anderes Thema hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Habt ihr vielleicht auch schon mal so eine Situation erlebt, falsche Erwartungshaltung? Und dann hören und sehen wir uns wieder beim nächsten Thema. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.